Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter One. Oh mein Gott, ich bin ja schon total durcheinander. Das könnte vielleicht daran liegen, was in der letzten Folge passiert ist, weil wir hier rumgeirrt sind, wie verblödet. Besser gesagt, ich bin rumgeirrt. Jetzt haben wir aber unser Ziel gefunden und da werden wir jetzt mal einfach reingehen. Warum ist es jetzt so dunkel? Ist doch gerade Tag geworden. There she is. Our old manor. It's smaller than I remember. You were a couple of feet shorter back then, Sherry. Or maybe it's bigger on the inside. Ja, darf ich mich wieder bewegen? Oh, ach so. Ich wollte gerade sagen, wer ist das denn? All over the door. I don't recall hearing of a fire. We don't have to stay here. You can afford another night or two at the hotel. It's stuck. Oh well, let's just head back. They probably haven't even stripped our room yet. Come on. Must be locked. Move aside. Let me have a go. Seems fine to me, Sherry. This barrier. Perhaps it's mental, not physical. Or perhaps the rest of us are simply constrained by reality, John. I wonder if there's a key secreted somewhere in the garden. Take a look around, Sherlock. I'm sure you'll discover something. Nein, wie soll ich denn hier einen Schlüssel finden? Haben wir denn irgendwelche Hinweise? Wahrscheinlich ist der irgendwo ganz offensichtlich oder so. Und ich versuche jetzt mit Hinweisen einen Schlüssel zu finden, der irgendwo drunter liegt oder sowas. Nehme ich mal stark an. Ja, also mit meiner mega geheimen Kraft finde ich scheinbar keine. Was stehst du denn jetzt hier so rum? Hinweise? Hey, is anybody at home? Hello? Ja, bei dir im Oberstübchen offensichtlich gerade nicht. Okay, Achso, ich habe jetzt gedacht, da könnte man jetzt nochmal. Kann man hier. Hier ist aber auch gar nichts, ne? Dass hier irgendwo was liegt, wo ein Schlüssel drunter liegen könnte. Vielleicht hintenrum einer. Das Schlimme ist, man kann da auch gar nicht so richtig diese Kraft benutzen. Weil irgendwie alles hier am Blinken ist. Oh. Ah, Moment. Was haben wir denn hier? Das war die falsche Taste. I did not expect these to still be here. It was enjoyable to practice using real handcuffs to make an arrest. Hey, that's Wooden Joe. He was always the best at playing criminals. Wooden Joe, Wooden Joe. Okay, aber hier will er doch irgendwas. Irgendwas will er doch hier. Ich glaube, das Ding dahinter, oder nicht? Da ist auf jeden Fall noch was. And this must be the reason our suspect was apprehended. Wood and glass, very precious. Ja, ne? Finde ich auch. Okay, also irgendwie. Na? An irreplaceable tool for catching a thief. Funny. Wooden Joe reminds me of the trouble we once got in with the police. Do you remember, John? Somewhat. Maybe we can recall more details. Okay, Erinnerung an meine Vergangenheit. Damit kann ich aber nur wieder hier reinschalten. Das bringt uns ja nichts. Achso, hier wollte ich noch gucken. Moment, verschüttete Erinnerung. Das ist klar. John forderte mich auf, zu versuchen, mich vollständig an die Sache mit dem Polizisten vor unserem Haus zu erinnern. Okay, dann machen wir das jetzt erstmal. Und schauen wir hier vorsichtshalber nochmal mit der Sicht nach. Eigentlich brauchen wir die ja auch, um uns zu erinnern, aber anscheinend nicht da, wo er sitzt. A manor all to ourselves. Can you believe it, Sherry?
I have so many ideas. Ja. Ich habe gedacht, vielleicht kommt jetzt irgendetwas. Dran wir uns... Oh, Moment, Moment. Da war gerade irgendwas. Da. The policeman brought us both home, John. That's why he was here. I'm pretty sure he brought something else with him too. Do you remember what it was? Ja, den Schlüssel vielleicht? I bet it was our reward. No, we were not so lucky. It was a set of lockpicks that we had used to sneak into someone's house. That's why we were arrested. Did someone come out to investigate all the commotion? It was Mycroft. He smoothed things over and convinced the policeman not to press charges. The officer left and never returned. But we had to endure a serious talking to from my brother. Okay. Das heißt, jetzt ist hier nichts mehr. Wir müssen... Ach doch, da. Mycroft wasn't happy about the fact that we were arrested. It felt like he lectured us for hours. Did we give him something afterwards, Sherry? Oh, yes. Yes, now I remember. It was a letter. That's why we snuck into the house. Mycroft asked us to. He wasn't angry we stole, but that we got caught. Oh, that's okay. Right. It must have been only a couple of months after we moved to Cordona. Ugh, the good old days. Whoa. How very odd. It appears that memory stood between me and the manor. It's as if my mind palace had seeped into the real world. This deserves further investigation. Perhaps there's more to discover inside. As long as there is a comfortable place to put my feet up, I'll be happy. Maybe a chaise longue. Aha! In we go. So, Ärger mit der Polizei, verschüttete Erinnerungen. Können wir da noch was Neues? Nee, dann ist nur verschüttete Erinnerungen drin. Gedankenspiele, haben wir noch was Neues? Mein imaginärer Freund John. Ah, ich wusste es doch. John ist seit meiner Kindheit mein Freund. Es fällt ihm schwer zu akzeptieren, dass nur ich ihn sehen kann. Verschwundene Polizeiakte. Das kann man nicht. Okay, kann man irgendwie gar nicht so richtig. Johns Tagebuch, was ist das? Im Hotel liegen gelassener Brief. Luca, was haben wir getan? Erinnerung. Ah, okay, da kann man hier die Sachen nochmal durchgucken. Okay, da hinten... Home, sweet home, Sherry. One of the first things I saw when entering this house as a child. It's like déjà vu. Auktionsmitteilung. Hiermit teilen wir mit, dass am 20. Juli eine öffentliche Auktion im Stonewood Manor stattfinden wird. Bei den zu ersteigernden Stücken handelt es sich um eine erlesene Auswahl aus dem Besitz der Familie Holmes. Alle Stücke wurden von Sachverständigen begutachtet und auf ihre Echtheit hin überprüft. And I was wondering why it's so empty in here. There may be a small chance that some of our property could be found among local traders' wares. It is worth a look, wouldn't you say? Okay, ein neues Rätsel oder? Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Ja, scheinbar ein neues Rätsel. Dann schauen wir uns mal hoffentlich einigermaßen systematisch. Oh Gott, wie groß ist das denn hier, dieses Haus an? Also wenn das nicht so dreckig wäre und so alt wäre, dann wäre das wirklich ein ganz tolles Haus. Such überall auf der Insel Händler auf, um Einrichtungsgegenstände für das Herrenhaus der Familie Holmes zu ergattern. Achte stets auf Ausrufezeichen auf der Karte. Die erscheinen, sobald ein Händler neue Waren anbietet. War das gerade ein Geist da hinten oder was war das jetzt hier? Dieses komische Gelbe. Okay.
Was ist das? Kurz nachdem wir Cordona vor 10 Jahren verlassen haben, wurden einige unserer Habseligkeiten bei einer öffentlichen Auktion versteigert. Auch weil es unwahrscheinlich ist, die Sachen wiederzufinden, sollten wir dennoch die hiesigen Händler abklappern. Okay, das können wir schon mal anheften. Und Karte, was stand da eben? Die Ausrufezeichen, glaube ich. Ne? Was ist das hier? Verkauf von Gartendekoration. Das können wir mal markieren. Na gut, der Markt eventuell noch. Das nicht. Was ist das denn? Banditenunterschlupf. Was für ein Banditenunterschlupf? Ja, ich würde sagen, wir fangen am besten erstmal bei den Gartenauktionen an. Aber bevor wir das machen, werden wir uns hier nochmal ein bisschen umsehen. Über den Tod von Violet Holmes, 10. April 1869. Tragödie im Stonewood Manor. Mrs. Violet Holmes, die Witwe von Seeger Moreland Holmes, verstarb am gestrigen 9. April 1869 unerwartet auf ihrem Anwesen. Sie hinterlässt 2 Söhne im Alter von 20 und 10 Jahren, wobei unklar ist, ob sie weiterhin im Stonewood Manor wohnhaft bleiben. Mrs. Holmes hatte das Anwesen erst vor einem Jahr käuflich erworben. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass sein Bruder 10 Jahre älter war. Trotz ihrer schlechten körperlichen Verfassung aufgrund einer Tuberkuloseerkrankung hatte sie rasch Anschluss in ihrer neuen Heimat gefunden und war von der Elite Cordonas bereitwillig aufgenommen worden. Sie war eine Frau mit vielen Fähigkeiten und besaß die Stärke eines Mannes, die Gewissenhaftigkeit einer Heiligen und die scharfsinnige Schlagfertigkeit eines Satirikers. Als Spezialistin für Objekte aus der Antike wurde sie zu einer gefragten Sachverständigen. Die Polizei leitete nach ihrem Eintreffen auf dem Anwesen sogleich Ermittlungen ein, gab jedoch bisher jedoch keine Einzelheiten bekannt. Die Todesursache ist unbekannt. Something did happen that day, but no one can tell us the details. How can that be? Agreed. It's rather suspicious. Da ist noch was. Home sweet home, Sherry. Ja, mit dir habe ich nicht gesprochen. Mycroft's umbrella, the only outgoing thing in his wardrobe. Okay, ist das jetzt ein Hinweis oder hat er ihn nur hier vergessen? Man weiß es nicht. Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Another memory incoming, Sherry. Strange, I struggle to recall anything about the day we moved in. The only detail I'm sure of is that it was raining early that morning. Okay, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist hier noch was Neues dazugekommen. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Nee, Moment, das war das mit den... Ah nee, das ist, glaube ich, nur in Johns Tagebuch reingegangen. Okay, gut, dann... Wo ist das? I remember how angry Mycroft was about these marks. He called it a frivolous, childish endeavor. Ja... I think our family portrait used to hang here. Okay. Hat ein bisschen was von Resident Evil, so von der Optik her. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Nee. Kommen wir auch nicht durch? Okay. Da kommen wir auch nicht durch. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Das ist ja toll, dass du das immer spürst, aber es wäre natürlich von Vorteil, wenn man dann auch wissen würde, ja, hier wahrscheinlich das Gleiche. There must be something important behind it. I can feel it. Hallo, sind da Geister im Spiegel? Wieso sehe ich mich selber eigentlich nicht hier drin? Aber das ist dieser... Entweder hat das jetzt irgendeine tiefere Bewandtnis oder es kann ja sein, dass ich ein Geist bin oder es ist einfach nur ein Grafikfehler beziehungsweise schlampige Arbeit bei der Grafik, dass man sich selbst nicht im Spiegel sehen kann. Oh, hab ich mich erschrocken. Ich dachte gerade, hier sitzen Leiche. I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? Ein Dachboden. Ich höre hier immer so ein Geklacker, aber... Hm.
Ja gut, vielleicht gibt es den Dachboden, beziehungsweise kommen wir dahin, wenn wir hinten durch die Tür durchgehen. Das könnte jetzt vielleicht sein. Kann natürlich auch sein, dass man so irgendwo eine Öffnung hat, aber das denke ich eher nicht. Ja, mit dem Spiegel kommen wir ja auch nicht weit. Ja, ich denke mal, das Klackern ist eher John, oder? Ich weiß es nicht. Gehen wir erstmal hier raus, würde ich sagen. So, dann mal schauen. Können wir da irgendwo hinreisen? Können wir eigentlich von hier aus? Ja, von hier aus können wir auch hinreisen. Wir brauchen da gar nicht. Hier war das mit dem Gartendekoration. Wir brauchen da gar nicht zu einem... So, okay. Aha, ich hab dich gleich. Kleidungshändler, Moment. Pharmacy? Was ist der hier? Kunstwerken. Ja, stimmt, ich wollte auch wegen Kunstwerken und nicht wegen... Nee, Moment, ich wollte wegen Gartendekoration. Moment, jetzt muss ich doch mal eben schauen. Also, wir sind quasi dran vorbeigelaufen. Ich will aber Gartendekoration haben und keine Kunstobjekte. Und das sieht mir hier auch ziemlich zu aus. Masterpieces by local artists at an affordable price. Obwohl, naja, vielleicht ist hier auch was von uns. Sorry, I have nothing to offer you at present. Wollt ihr mich verarschen? Landscapes and portraits. Find the one that your house is lacking. Ja, ich will eins. Sorry, I have nothing to offer you at present. Muss ich mich jetzt hier ernsthaft umziehen, oder was? Ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Ist das da oben eventuell? Weil es hieß ja Gartenstücke. Hm. Aber das ist doch ein normales Haus hier. Nehme ich mal an. Ja. Ach, ich liebe es, wenn man erstmal von A nach B reisen muss und dann irgendwie nicht das findet, was man sucht. Also, laut der Karte. Ja, ich soll Händler suchen. Das ist ganz toll. Moment, kann man auf Details gehen? Kleidungshändler. Manche Orte erscheinen auf der Karte, nachdem sie entdeckt wurden. Kleidungshändler, Abtei von Codona. Ja gut, okay, das hat jetzt damit nichts zu tun. Nein, ich wollte nochmal in die Karte gehen. Verkauf von Kunstwerken. Und direkt daneben ist die Gartendekoration. Hä? Kann ich denn hier rein? Nee. Make your garden cozier with our goods. Willst du mich verarschen? Das ist doch die gleiche. My goods will brighten up your house. Ja. Keine Ahnung. Woran erkenne ich denn, ob das irgendwas von mir ist? Ich kaufe das mal einfach. Enjoy your purchase. Dankeschön. Aber ich glaube, das hat mich jetzt nicht wirklich weitergebracht. Garden statues, swings and even more. Huch, wer bist du denn? May I ask you something? Sorry, but I've never heard of it. Was bist du denn für ein Arschloch? Na gut. Nehmen wir erstmal die Markierung raus. Also, Kunstwerke, die will mir nichts verkaufen. Kleidungshändler. Ja, Kleidungshändler soll doch eigentlich auch, ich meine, kann ja auch, unsere Klamotten können ja auch versteigert worden sein. Das ist ein Zeitungsstand, okay. Warum der denn nicht drauf stehen bleiben will, weiß ich nicht. Keine Ahnung, warum sie mir nichts verkaufen will. Ist hier der Kleidungshändler? Simply the best garments on the... The finest clothes for the finest... Das ist schön. Das sieht so ein bisschen einheimisch aus, oder?
Händler, was möchten Sie verkaufen? Ja, Bandit möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. Ich glaube, als Frau möchte ich mich jetzt auch nicht unbedingt verkleiden. Afrikaner. Okay, perfekt geeignet für wärmere Gefilde. Das würde doch jetzt eigentlich passen. Wobei ich mich natürlich jetzt nicht dunkelhäutig machen kann. Aber ich vermute jetzt mal, dass sie mir deswegen nichts verkaufen will. Ach du Scheiße, was haben wir denn hier alles? Schurkenpanzerung. Assassinenbrustpanzer. Wollt ihr mich veräppeln? Hässlicher beige Anzug. Das ist doch das, was ich schon bekommen habe, oder? Abgetragener Anzug. Landstreicher. Wenn ich jetzt wüsste, ob das jetzt was bringt, ne? Ich meine, noch habe ich ja eigentlich Geld. Ich hole den mal. Ich denke mal, ich bin mir nicht sicher, dass das, was diesen Kreis hat, dass man sich das wohl auch ausleihen kann. Mutters Hut. Ja, so sieht das auch aus. Osmanisches Kopftuch. Das würde vielleicht am ehesten dazu passen, oder? Nehmen wir das auch mal. So, das brauchen wir alles nicht. Wer zieht sich schon so eine Maske an? Das sieht ja selten dämlich aus. Ziegenbad, Captain, 3-Tage-Bad. Ne, das brauchen wir nicht unbedingt. Schminke, ja. Falten, dezente Schminke. Die könnten wir eventuell kaufen, wenn ich mich mal als Frau... Komm, die kaufe ich mir jetzt. Sollte ich mich wirklich mal irgendwann als Frau verkleiden müssen, dann habe ich zumindest das, was ich brauche. A perfect choice. Ach du Scheiße, nein! Ich wollte mich eigentlich nicht umziehen dabei. Ach du Scheiße, kriege ich das jetzt auch? Moment. Moment. Das okay, aber die... Nee, ach so, hier bin ich. Die Schminke will ich natürlich nicht haben. Ich will auch kein Vampir sein. So. The finest clothes for the finest people on the island. Okay, probieren wir es mal so aus, ob die eine Tuse mich jetzt hier bedient. Masterpieces by local. Sorry, I have nothing to offer you at present. Willst du mich veräppeln? Ich habe mir extra neue Klamotten gekauft. Ich sehe jetzt so schick aus. Das können wir uns mal wegmachen. Landscapes hier. And portraits. Find the one that your house is lacking. Ja, ich sehe jetzt so schick aus und du willst mir nichts verkaufen. Sauerei. Was mit dem hier? Der steht ja so davor. Is this familiar to you? Sounds familiar, but no. Ask someone else. Okay, aber ich habe ihn wahrscheinlich jetzt gefragt wegen der Auktion, nehme ich mal an. Guten Tag, kann ich mit dir sprechen? Are you able to help me? Don't you have more important things to attend to? Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking about what and dressed as what? Und wie du dabei verkleidet bist. Ja, toll. Och, Leute. Landscapes and portraits. Find the one that your house is lacking. Geh mal aus dem Weg. Come, take a look at our clothes and accessories. Ja, ja, ja. Ah, ist okay. Also, wir ziehen dann wieder unsere normalen Klamotten an. So. Da nichts. Da haben wir sowieso nichts gehabt. Oh mein Gott. Ich könnte mich natürlich auch als Eisverkäufer, beziehungsweise ihn als Eisverkäufer machen. So, aber ich sehe jetzt wieder normal aus, ne? Okay. Kann ich die vielleicht fragen? Guten Tag. Can you satisfy my curiosity? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Füttert herrenlose Tiere, okay. Okay. Verachtend. Was mit dem? Feindselig unverheiratet, okay. Können wir denn vielleicht
Kommt der jetzt raus da hinten? Nee, schade. Können wir denn vielleicht Masterpieces by local artists at an affordable price. Ja, unfreundlich. Das stimmt allerdings. Tired of your garden view? Visit my shop and refresh it. Die ist auch unfreundlich. Die ist eigentlich eine Bäckerin, okay. Das ist ja lustig, was man hier über die Leute herausfinden kann. Okay. Aber mit denen habe ich ja schon alles gesprochen, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob uns das irgendwie überhaupt weiterhilft. Also der Hinweis ist auf jeden Fall noch drin. Das heißt, wenn ich danach frage, wird das auf jeden Fall gefragt. Ja, da wir natürlich jetzt theoretisch, da hinten ist nochmal ein Kleidungshändler. Im Rathaus, ob man im Rathaus eventuell was finden könnte, ich weiß es nicht. Yachtclub. Also ich würde schon fast sagen, dass ich mal offline durch die ganze Stadt zu Fuß laufe, damit hier mal so einiges freigelegt wird und ich mir hier mal so einiges angucken kann. Das ist wieder nur ein Markt. Weil vieles ist halt auch noch nicht freigeschaltet und ich weiß nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, wo ich jetzt hier anfangen soll, weil das ist ein riesiges Gebiet. Ich weiß auch nicht, warum bei der Gartendekoration jetzt ein Ausrufezeichen ist. Auktionsmitteilung. Erinnerungen, Gegenstände, keine Ahnung. Mit der Fallmappe kann es auch nichts. Oder Moment, hier ist noch was. Wir kamen am frühen Morgen an, es regnete gerade. Ja, das ist aber doch eigentlich beides abgeschlossen gewesen. Ja, also ich würde wirklich sagen, dass ich mich hier mal offline ein bisschen umsehe in der Gegend. Das ist halt der große Nachteil, wenn man so ein offenes Spiel macht, dass man ja der Story schlechter folgen kann und nicht genau weiß, wo man jetzt eigentlich hin soll. Öffentliche Auktion, alles schön und gut, aber ja, ich schätze, ich werde noch ein wenig mehr suchen müssen, bis ich dann wirklich die passenden Stellen oder vielleicht auch nur die eine passende Stelle gefunden habe. Vielleicht auch die passende Person gefunden habe, die mir Auskunft erteilen kann. Das kann natürlich auch sein. Das Rathaus habe ich jetzt noch in Verdacht, ob man da mal nachfragen könnte. Die müssten sowas ja eigentlich wissen. Oder eventuell auch die Polizei, wobei ich nicht weiß, inwieweit die da jetzt in Auktionen verstrickt sein könnten. Aber gut, die haben jetzt da ermittelt. Vielleicht wissen die da auch irgendwas Genaueres drüber. Da ich die Folge jetzt aber nicht zu lange ziehen möchte, wie gesagt, laufe ich mal offline ein bisschen in der Gegend herum, schalte ein paar Sachen frei. Natürlich dann auch Schnellreisepunkte. Und ja, dann mal schauen, was wir in der nächsten Folge alles so finden werden, beziehungsweise was ich eventuell gefunden habe, wo wir dann mal abklappern können, mal hinreisen können. Bis zur nächsten Folge. Ciao!